Heute werde ich neben oft mal Lucky und war dann der Lucky und in der Medizin weiß ich noch alles, auch über die unerwünschten Nebenwirkungen des Immunsystems und deren Reaktion versuchen, etwas zu sprechen. Obwohl mein Schwächezustand es kaum zulässt. Stell dir vor, wir lebten etwa 3000 Jahre vor der Geburt der Saurier. Und da hätten schon Menschen gelebt. Die hellsten seien Männer und die hellsten Frauen. Und aus irgendeiner Ursache seien ja 90% der Männer verendet. Denke mal, es gäbe eine Männerkrankheit und die würden alle verändert sein. Und plötzlich wären alle schöne Frauen übrig. Und die würden den letzten Mann dann fragen, oh, bitte kannst du mich ernähren? Und der Mann wäre plötzlich krank, der letzte Mann. Er wäre noch nicht verändert, aber er hätte eine unerwünschte Immunreaktion. Und er sähe so müde aus wie ich, verstehst? Die Tränensäcke. Mehr, verstehst du, die Tränensäcke schwerer als der ganze Körper. 13 Kilogramm wiegt der Körper, verstehst du, insgesamt. Und 12.900 Gramm die Tränensäcke. Und der Mann selber nur 10 Gramm. Jetzt sagt das Mädchen, ja, wenn du mich schon nicht ernähren kannst, die Mädchen, dann ernährst du mich wenigstens mich. Dann sagt der Mann, ich bin so müde, kann nicht aufstehen. Sagt die Frau, ja, dann machen wir wenigstens die Sexualität, dass sie wieder Männer zeigen. Sagt der Mann, ich habe keine Potenz mehr, bin so müde, ich kann nicht mehr raufhüpfen, verstehst? Sagt die Frau, ja, dann schau mich wenigstens an, schau, ich bin so schön, dass du wenigstens den Blick auf meinen schönen Körper wirfst. Sagt der Mann, ja, und dann fallen ihm plötzlich die Tränensäcke drüber und die Lider werden schwer und er schläft ein. Dann werden die Frauen einen großen Wut haben. Und die sagen, oh, der hat nicht einmal uns eines Blickes gewürdigt. Und jetzt ist er verstorben, der Letzte. So kann es sein, verstehst? So fühlt man sich, wenn man Fieber hat, wenn die Pollenallergie zuschlägt und das Asthma und die psychosomatischen Krankheitsbilder plötzlich diagnostisch anklopfen und bitten förmlich um einen Bankomat von Therapien. Verstehst? Und 600 weibliche Fachärztinnen als Beraterinnen, die machen ein Psychogramm, aber es nützt nichts, verstehst? Wenn ich jetzt plötzlich 7 Frauen hätte und ich müsste eine glücklich machen für eine Minute, es gelänge mir nicht, dann würde sie versuchen, verstehst? Mit ihr beißen, mit der Münzspritzen, Olivenöl, Weintrauben zu geben, oder Vitamine, oder Viagra, und ich würde sagen, um Gottes Willen. Die endogenen Depressionen sind jetzt auch herausgeprasselt. Sie potenzieren sich wie Weihwasser im Kölner Dom. Verstehst? Boah. So kann es sein. Wenn es lange paraffiniert, plötzlich ist das. Dann ist der Frühling da, die Knospen erwachen und der Mann ist krank. Und schau, wie es ausschaut, schau. Er lässt spastisch, verkrampft, als letzter Dings die Ästlein fallen und sackt in sich zusammen. Boah, und nicht einmal der Bohnenkaffee, 17 Helfer Lambers genützt, wird immer schlechter. Eiter spritzt aus den Tüppeln zwischen der Zunge und Gaumen, grauslich, verstehst? Und der Kehlkopf brennt. Der progredierende Leidensvollzug. Kehlkopfkrebs, Lungenkrebs, Mundkrebs und die Metastasen. Und oh Gott, welche Zumutung, das Leben. Boah. Und die Hunde bellen.
Sie warten wahrscheinlich, bis jemand kommt und mir die Knochen zerstampft, mich in den Biomüllkübel reinstampft und damit sie dann raus essen können, die Teile.